Ist euch egal, oder? Hoffen wir, dass die Schwertkämpfer nochmal kommen, weil mit denen hier werde ich klarkommen. Los, Feuer! Wie gesagt, ich habe jetzt ordentlich Federn gelassen. Ah, es sind noch nicht so viele Milizen, es sind doch noch sehr viele Schwertkämpfer, aber ich glaube, danach hat er keine Schwertkämpfertruppe mehr. Die Axtkämpfe halten halt auch ein bisschen länger durch. Der hat überhaupt nichts bewirkt. Ja, da merkt man den Unterschied zwischen Miliz und Axtkämpfern halt auch gleich. Viel verloren haben wir nicht. Ich höre. Gruppe rechts um. Los geht's. Ja, ja. Ich würde sagen, wir gehen vor. Los jetzt. Zu euren Diensten. Ja, das waren noch die Armbrustschützen, aber die Rittergarde. Aber sonst hat er, glaube ich, nicht mehr so viel. Bereit. Auf geht's. Yep. Super. Ah, die Ritter könnten noch übel werden. Los geht's! Ja! Sofort! Bereit! Gruppe rechts um! Das wird's dann aber auch gewesen sein. Wenn die Ritter weg sind, dann hab ich ihn. Weil, wie gesagt, die kann ich wegschießen. Ich glaube aber, ich werde euch hier gegen die Ritter verlieren. Ärgert euch das? Yep. Los jetzt! Ja! Ich höre! Gruppe links um! Links um! Ihr Befehl! Gruppe links um! Los! Vorwärts! Zu Dienst! Zu Dienst! Jawohl! Sire! Links vorwärts! Ihr Befehl! Los jetzt! Auf geht's! Vorwärts! Ja! Greift die Hand! Ich lasse euch mal lieber mit reingehen. Ja, die gehen auf ein paar los. Schieß mal auf die hier vorne, bitte. Und töt meine... Oh Gott, was hält denn dieser Bogenschütze aus? Was bist du? Der Terminator? Okay, jetzt hat er... Was war das denn für ein Typ? Kommt da noch mehr? Der hat noch eine Rittergarde, du Schwein! Bereit! 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 Ihr Befehl, jawohl! Zu Dienst! Wenn, musst du zuerst drauf gehen. Hab ich jetzt beschlossen. Halt! Halt, halt, halt! Zu Dienst, jawohl! Ah, ich dachte, er hat bloß noch diese eine Rittergarde, aber die ist viel kleiner. Der sollte drauf gehen. Aus Gründen. Zu Diensten!
Du gehst auf jeden Fall zuerst in die Rittergarden, weil du bist am Verhungern. Wäre doch gut, wenn ich das Problem dann gleich nicht mehr hab. Es ist zwar voll fies, aber so läuft's halt. Gut. Außerdem lenkst du sie auch nochmal ab, so. Und je länger sie halt abgelenkt sind, umso besser. Naja, kann ich mit den Reitern gleich reinstürmen. Durchstürmen. Jetzt bitte weiterreiten, wenn ihr drin seid. Und nicht stehen bleiben. Okay, er ist okay. Hauptsache, ich kann nicht mehr schießen. Scheint okay zu sein. Lass mal reingucken. Los jetzt! Mir nach! Ich höre, zu Befehl! Ihr Befehl? Okay, die Mission kriegen wir jetzt platt. Die kriegen wir jetzt platt auf jeden Fall. Ihr geht dann alle, die Reiter dürfen dann nach links. Ich denke mal, wir haben sie am Sack. Dass die nichts machen. Aber wir haben gerade echt viele Bogenschützen übrig. Bereit. Na, es bringt alles nicht, solange keine Rekruten reinkommen. Problem ist, die machen mir halt immer noch ein bisschen Angst. Wenn das jetzt zerstört ist, gucke ich mal, ob ich sie zu mir holen kann. Macht euch irgendwas kaputt. Bereit. Ja. Ich will wissen, was da ist. Bereit. Ich will wissen, was da. Ach, die haben hier eine Wirtschaft. Oh, das noch Armbrustschützen. Oh, hoffentlich hat er nicht noch eine Armee. Allerdings. Die kommen nicht vorwärts, weil sie die ganze Zeit abschlachten. Die haben noch eine Kaserne. Ist egal, ihr wird erstmal kaputt gemacht, was geht. Die kommen nicht weg, weil die so viele Leute hier haben. Ey, so viele Gehilfen. Okay, jetzt werden sie sauer. Ich komme hier aber nicht weg, oder? Ach, doch nicht.
Weil die sie scheinen zu schießen, den ersten sollten sie wegschießen. Okay, sie sind auf jeden Fall schon mal getriggert. Das ist doch her. Ja. Was macht denn ihr? Was versteht ihr nicht unter Angreifen? Sind hier irgendwann mal die ganzen Gehilfen tot? Alter, das sind sau viele Gehilfen, das hört ja gar nicht mehr auf. Da müsste ich mir schon fast überlegen, ob ich mir Hilfe hole hier. Wow. Oh, jetzt ist 45 Gold drin. Hilft mir. Da ist ja noch Schwertkämpfer. Da geht's zu einer anderen Gruppe. Dass sie auch immer stehen bleiben müssen. Oh, der hat noch eine Schwertkämpfertruppe. Oh. Los geht's. Hat er noch mehr? Ah, jetzt habe ich auch nicht mal überlegt, ob ich da reingehen könnte. Hier ist noch ein Lager, okay. Los geht's. Sofort. Ich sehe gern was von der Karte. Oh oh. Das wollte ich eigentlich verhindern. Los geht's. Hoch. Los ein Glück sind nicht die hellsten. So, die Schwertkämpfer könnte ich vielleicht mit meinen Einheiten hier noch kriegen. Ich wollte gerade sagen, wollt ihr mich verarschen? Ah, nee. Oh, nein. Schieß auf den da. Okay, wir haben einen leichten Kampfvorteil durch Pfeil, einen großen Kampfvorteil eigentlich durch Pfeil allein. Aber einen kleinen, die sind ungefähr gleich stark müssen die sein. Halt. Ich höre. Links. Um. Vorwärts. Zu Befehl. Ihr geht jetzt mal alle nach Hause erst. Ich dachte, die Mission ist gleich vorbei, aber nö. Irgendwie dann doch nicht.
Bleib doch einfach stehen, Mensch. Was ist denn falsch mit dir? Halt! Zu Befehl. Los! Gruppe rechts um, rechts um. Gruppe halt, nee. Rechts um, links um, links um, links um. Los jetzt! Gott, das dauert noch ewig, bis ich das alles hier zerstört habe. Allerdings, die hier kriege ich problemlos weg mit denen. Gruppe links um, rechts um. Los jetzt! Ach, du hast anscheinend einen Schlaganfall oder irgend sowas. Vergleichbares. Los! Gut gemacht! Okay, die kriege ich jetzt wenigstens gut. Hätte ich mich mit Bogenschützen, mit Armbrustschützen und Schwertkämpfer angelegt, das wäre ein übles Gefecht geworden. Ihr braucht nicht so lange zum Essen gehen, also könnt ihr dann ja erstmal ruhig zerstören. Das wird dauern. Ne, ich bilde mal keine weiteren Rekruten aus. Jetzt wäre es tatsächlich ganz gut, wenn ich Pferde hätte. Essen ist gut. Rüstung, das Holzschild kannst du mir jetzt auch ein paar machen noch. Oh, du machst deine letzte Handaxt. Ich hätte gern mehr davon. Stein haben wir nicht wenig. Der, okay, der wird nicht mehr fertig. Bereit. Angreifen. Das ist eigentlich nur noch Aufwischen hier. Na, dazu brauche ich erstmal die Leute. Ich könnte jetzt, wie gesagt, noch mehr Axtkämpfer machen. Warum eigentlich nicht 8 Axtkämpfer? Zu Diensten! Formieren! Gruppieren! Gruppieren! Angreifen! Schadet nicht, die können ordentlich Schaden anrichten. Im Grunde habe ich tatsächlich viel zu viel Leder. Ich glaube, das Spiel geht auch davon aus, dass du mehr Bogen und Speerträger machst. Ah ja, die Versorgung funktioniert auf jeden Fall. Na, Gold wird weniger, aber es wird noch lange halten. Kohle hat er auch schon ziemlich gut weggebaut. Und zur Not könnte ich auch dieses Gold, wo komme ich, noch ankratzen. Ihr Befehl? Ja, die sind kurz davor, dass sie Essen brauchen. Ja, das läuft gut. Das Eisen ist auch fast leer. Ja. Das Eisen wird leer, deshalb haben die jetzt wahrscheinlich schon mit Holzwaffen angefangen. Das hat aber nicht lang gehalten, muss ich sagen. Echt nicht lange. Ja. Wenn ich Rüstungswerkstatt und Waffenwerkstatt ausmachen würde, wird es wahrscheinlich auch nochmal schneller gehen. Weil es sind auch wieder ein paar Wege, die gelaufen werden müssen. Ja, rechts um. Essen fassen. Gruppe, Essen fassen. Gruppe,
Ich höre. Wie steht es um eure Ausdauer? Ja, die sollte bis zum Ende der Mission reichen. Eure wahrscheinlich nicht, euch muss ich zwischendrin nochmal wegschicken. Ist einfach nur eine Sandbank. Hier sieht man immer ganz gut, aus welchen Abteilen dass die Sachen zusammengebaut wurden. Und dieses Eisen hier zum Beispiel kriegt man gar nicht. So, jetzt geht unser Nahrungsvorrat wieder ordentlich runter. Ich würde diese Truppen einfach in die nächste Grafschaft tatsächlich mitnehmen. Ich würde wahrscheinlich noch eine weitere Produktion für Nahrung hier aufbauen. Und für, also Wein. Also ich würde das hier alles verdoppeln. Und zwar hier oben hin. Und wenn der Bereich hier halt leer ist, dann ist halt leer. Aber hier sind noch genug Rohstoffe, um einiges an Herden auszuheben. Jetzt stell dich mal vor, die müssen alle bis hier hochlaufen. So viel Steine. Und auch das ist irgendwann ein Produktionsweg, der wegfallen würde. Und rein theoretisch auch die Waffen. Ja. Die Waffen würde ich weiter produzieren, um andere Sachen zu kaufen tatsächlich. Warte mal, bis denen der Hunger weg ist. Ui, ich bräuchte wirklich fast einen. Wahrscheinlich würde ich hier noch einen weiteren Gasthof errichten. Weil so wie der gerade ist, ist er nicht ausreichend, glaube ich. Es gibt auch keine Wurst mehr irgendwie. Weil es höchstwahrscheinlich sehr viel für das Heer verwendet wurde. Es fehlt auch noch eine Auflösefunktion. Die Bauarbeiter zum Beispiel müsste man auflösen können wieder. Ja, wenn das zerstört ist, geht ihr zurück. Ja. Da ist noch genug Essen drin. Wir haben sogar noch Gehilfen, die auffüllen. Also ein... Ich glaube, ich mache zwei Truppen draus. Ja, Rüstung laufen. Und ich stelle mir vor, ich könnte diese Sachen... Das ist wirklich ein Manko in dem Spiel, dass es keinen Handel gibt. Aber ich will euch jetzt das Originalspiel zeigen. Was heißt denn Knights and Merchants? Also nicht Ritter und Händler, sondern Merchants ist ja der Kaufmann. Aber trotzdem, das ist was fehlt im Spiel. Ich bin mir sicher, die hatten es wahrscheinlich ursprünglich geplant, mussten dann aber liefern. War es ja ganz oft so. Viele Sachen fehlen halt in Spielen, einfach nur weil geliefert werden muss, weil die Firma sonst pleite geht zum Beispiel. Und wenn die Spiele dann halt nicht ausgereift sind, es war doch nicht so gut. Dann lag es dann wieder an dem Programmierer, nicht dass Druck gemacht wurde, dass das Spiel einfach noch rausgeht. Ui, allein die Versorgung ist hier ein riesiges Problem. Ich glaube, größere Karten kannst du auch echt nicht machen. Weil die Versorgung jetzt, wenn ich hier unten kämpfe, schon echt kritisch ist.
Ich meine, ich muss die zurückschicken, weil sie nicht hinterherkommen mit Zerstören. Und was für eine logistische Herausforderung allein das ist, was ich gerade hier habe an Militär. Das belastet meine Wirtschaft schon unglaublich, finde ich. Ne, wisst ihr was, ihr geht mal hoch, ich will wissen, ob da noch mehr ist. Die armen Pferde verbrennen jetzt einfach. Ah, das ist nur Getreide. Jetzt kommen die Bogenschützen, die noch gleich mitmachen. Ich höre, ob er es passen. Na gut, dass die da sind. Na, wenn ich jetzt sagen sollte, die sollen Essen hier hochkriegen. Ein bisschen spät. Die haben 4. Ja, okay, die haben sie auch noch was. Hier drüben ist eine reine Produktionswirtschaft. Die hat halt echt sau viel. Also, die hat eine richtige Massenwirtschaft aufgebaut. Wenn ich mir meine dagegen anschaue, ich baue die immer so recht rudimentär auf. Muss reichen. Oh, Baumstämme werden weniger. Wahrscheinlich immer, wenn die hier am Nachpflanzen sind. Fangen wir mal an, hier alles zu zerstören langsam. Also jetzt fangen wir erst an zu zerstören, ja. Genau. Ich höre. Da kommt noch eine Wurst. Dein Pferd kriegt auch ein Stück Wurst. Interessanterweise, wenn man Pferden Wurst anbietet, die fressen es auch teilweise. Ist aber nicht gut. Es wird wieder ewig dauern, bis wir alles zerstört haben. Kavallerie kommt auf jeden Fall auch. Ihr macht auch euren Job ganz gut hier. Na komm, geh schon kaputt. Mein Speer sind noch nicht da, oder? Ach hier. Ja. Die ganze Wirtschaft zu zerflexen ist ewig lahm.
mir nach! Erreicht! Ah, okay. Gerne! Solid, super! Oh. Natürlich! Aber es wird weniger. Man sieht den Unterschied. Haben sie gleich? Ja. Die werden noch verhungern, wenn es so weitergeht. Ja. Bei ihr habt verloren, wenn Gasthof und Lagerhaus, glaube ich, zerstört ist. Ja, wo euren Dienst? Bei der KI sieht das leider anders aus. Mir nach. Da muss halt wirklich alles platt sein, soweit. Sonst geben die einfach nicht auf. Ich glaube, Schule vielleicht auch noch. Also wenn diese Hauptgebäude quasi zerstört sind, dann ist Schluss mit der Mission, dann hast du verloren. Ich glaube, das soll verhindern, dass man reinstürmt und direkt das Lager zerstört irgendwie. Die halten zwar sau viel aus. 550 ist mit eins der stärksten Gebäude. 550? Gasthaus auch? Okay, dann zählt die Schule wahrscheinlich auch dazu. Aber wie gesagt, für die KI zählt das nicht. Du dienst. Auf hier. Wenn du aber an dem Punkt bist, dann gibst du für gewöhnlich als normaler Spieler eh auf. Also ich würde da nicht nur gucken, oh, kann ich da noch was machen? Ich meine, was willst du auch noch groß machen? Du kannst zwar das Lager noch aufbauen, wenn du noch ein Sägewerk mit Bäumen hast und... Ja, das Lagerhaus kannst du aufbauen, du brauchst Sägewerk und Stein jetzt eigentlich nur. Und wenn die Sachen noch stehen, kannst du rein theoretisch noch was machen. Aber trotzdem, der Feind wird nicht sagen, oh, jetzt habe ich sein Hauptlager zerstört, jetzt hau ich erstmal ab. Nee, dann macht er dich eh platt. Ja, nicht mehr viel übrig von ihm. Das macht mir schon ein bisschen Sorgen, dass es noch ein bisschen dauert, bis ich hier fertig bin. Die werden echt Hunger kriegen. Aber ich müsste es eigentlich hinkriegen, dass er verliert, bevor Schluss ist. Ich vermute mal, das macht 1 an Schaden. Und die machen höchstwahrscheinlich 5. Ne, die machen 5 an Schaden, wenn ich mich recht entsinne. Man hat es ja anfangs gesehen, als sie den Turm angegriffen haben. Aber die machen wahrscheinlich wirklich nur 1 an Schaden. Oh, ihr dürft dann das Weingut zerstören. Bereit. Mir da! So plündern gibt's hier nicht mal wirklich was. Die haben ja teilweise gar nichts. Die arbeiten echt unglaublich effizient hier, die Bogenschützen. Das sind zwar deutlich mehr als die Axtkämpfer, aber ich habe das Gefühl, die sind ungefähr genauso schnell im Zerstören. Fast. Die Axtkämpfer haben halt den Vorteil, dass sie mit der Axt kämpfen. Ich vermute, mein Barbar macht 10 an Schaden auf dem Gebäude. Ich bin mal sehr gespannt auf die Erweiterungen, weil die kenne ich halt überhaupt noch nicht. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass man da gegen sowas wie diese Rebellen kämpft, gegen solche Truppen. Aber ich weiß es nicht. Ich sag noch nie gesehen. Ich höre. Alles klar. Zu Dienst. Feuer. Auf Sie. Ja. Zu Befehl.
Auf dem Weg! Ich höre! Au! Danke! Zu Diensten! Wir machen es mal anders. Ihr zerstört mal das hier. Ich habe keinen Bock auf Friendly Fire. Zerstört mal das. Ah, kann ich mal essen gehen. Vielleicht ist aber auch Schluss, wenn es zerstört ist. Jawohl, er hat jetzt schon so viel verloren, da weiterzumachen wäre echt blödsinnig. Es ist auch jetzt Schwachsinn weiterzumachen, aber trotzdem. Eigentlich müsste ich die Truppen jetzt zurückschicken. Das kannst du jetzt rein theoretisch auch von einer einzelnen Einheit hier alles zerstören lassen. Speichern mal darunter, damit ich was habe, dass ich zurückgreifen kann im Falle eines Falles. Die Mission ging jetzt aber doch gut. Ich glaube, das war auf jeden Fall noch nicht die, an die ich gedacht habe. Dann ist das vielleicht die nächste, bis zu der ich gekommen bin. Das ist ja noch viel gemeiner, dass ich echt weit war im Spiel und dann nicht mehr weiter konnte wegen dem Bug. Ich werde sie wiedererkennen, das weiß ich. Aber die Mission hatte ich eher im Kopf gehabt, hier. Ich mal dahin. Wir geben nicht auf, doch jetzt. Das sah unglaublich klobig aus, muss ich sagen, der Schwertkampf. Aber das macht ja nichts. Das war ist ein recht gutes Verhältnis hier. 85 zu 569, da würde ich sagen, das war Let's Play Knights and Merchants für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.